Hallo ihr Lieben, wir haben gehört, ihr kommt bald zu uns aus Naturgut Obhofen und wir bauen gemeinsam ein paar kleine Häuser. Wusstet ihr, dass in den letzten 60 Jahren besonders viele Häuser gebaut worden sind und Menschen allein in großen Wohnungen leben? Bei dem Bau der Häuser wird auch enorm viel Energie verbraucht und das wirkt sich natürlich negativ aufs Klima aus. Die Energie wird zum Beispiel für die Produktion von Materialien benutzt, wie Stahl, Beton oder andere Sachen. Für die Produktion von Stahl wird zum Beispiel enorm viel Hitze benötigt. Auf der Baustelle fahren auch enorm viele Energieschleudern rum, wie zum Beispiel ein Kran, ein Bagger oder auch ein LKW. Diese Fahrzeuge werden mit Benzin oder Diesel angetrieben, was wiederum negativ für die Umwelt ist, weil das stößt viel CO2 aus. Wisst ihr, wie man diese Energie nennt? Diese Energie nennt man graue Energie. Die Energie zeigt, wie viel Rohstoff oder Arbeit für die Herstellung von etwas benötigt wird. Ihr besucht uns bald auf dem Naturgut Obhofen und wir werden gemeinsam Häuser bauen. Und da sind unsere Hände als Werkzeug gedacht und unsere Körperkraft als Energie. Neben dem Bau der Häuser verraten wir euch auch noch, wie man nachhaltig und umweltfreundlich Häuser aufbauen kann. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis bald!